Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch und heute geht's mal wieder los. Der Boss ist am Start, der Renault Range T. Ja, nicht jedermanns Liebling, aber ich dachte mir trotzdem, irgendwie gefällt mir die Lackierung und ich muss da unbedingt mal ein Video machen. Ich frage mich, wer hat denn bei diesem Event mitgemacht und hat ein Foto mit Hashtag The Boss oder I'm the Boss? Ja. Rumgeschickt und auf seinen sozialen Netzwerken geteilt. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere gewonnen. Ich wollte es auch machen, ich weiß noch nicht. Ich werde es vielleicht noch machen. Ich nehme das ja, wie gesagt, am 11. auf. Und bevor wir hier rumlabern, setze ich mich einfach rein, gebe Edeltraut ein Küsschen und wir starten den Motor. Yes. Ich habe mal dieses HDR ausgemacht, weil sonst ist hier so eine Überblendung. Ihr könnt ja mal reinschreiben, boah, geht das auch ohne HDR? Wie gefällt euch? Haut das mal raus. Ja, schon lange nicht mal mit dem Renault unterwegs gewesen, aber der Boss muss auch mal durch Frankreich mit einem Renault Range T fahren. Und es gibt ja schon den einen oder anderen, der sagt, doch, dieses Fahrzeug ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, finde ich auch. Also, bin ich jetzt falsch gefahren? Ja, vermutlich bin ich wieder falsch abgebogen. Na, 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 na. Ja, ich habe hier noch irgendwie einen Mod installiert hier, dass hier das Interieur so ein bisschen bläulich leuchtet. Oder ist das Standard? Ich weiß es nicht. Oh, hier, guck mal hier, der alte Bruder. Das kleine hässliche Entlein. Das wollten wir ja auch mal wieder fahren. Ja, und es gibt natürlich schon die eine oder anderen Lackierungen für die Trailer. Und dann dachte ich mir, na, natürlich, dann werden wir das fahren. Ich habe mal auf Instagram, da kann mir ja auch folgen, auch mal ein bisschen so geguckt. Wer da schon sowas gepostet hat. Ja, sind schon einige. Das kann man schon durchaus sagen. Aber vielleicht hat der ein oder andere gewonnen. Also. Viele Mods habe ich ja nicht installiert jetzt für den Renault. Ich habe hier den Innenraum. Den habe ich aus dem Workshop. Den habe ich einfach so drinne. Ja, da kann man ein bisschen farblich was anpassen. Ich denke mal, das sieht ja eigentlich. Boah. Naja, sieht man jetzt nicht so viel, ne? Wir werden jetzt erstmal richtig schön mit dem Renault langkursen. Augen zu und. Ach, verdammt nochmal. Wir werden bei Rot rüber gefahren. Naja. Ah ja, was soll's. Kann euch noch gar nicht sagen, wann ich dieses Video hier raushaue. Vielleicht schon. Paar Wochen später. Ich denke mal, wir werden das vielleicht am 24. Da fehlt mir noch ein Video. Da werde ich es vielleicht raushauen. Also ist es ja bei 2 Wochen her. Gute 2 Wochen, ne? Wo ich dieses Video mache und ihr das hier seht. Aber was willst du machen? Da hilft kein Sabbeln und kein Schnaufen. Ich habe noch ein paar schöne Mods, die ich dann vielleicht nächste Woche so mal in den Fokus nehme. Ich habe noch mal einen alten Jumbo-Auflieger von Krone. Das ist aber eigentlich der für die 1.28 eigentlich ist. Ich will da mal gucken, ob das trotzdem noch irgendwie funktioniert. Dann noch ein paar andere LKWs, die ich jetzt ja wahrscheinlich die kommende Woche. Aber naja, ich musste jetzt, wie gesagt, für 2 Wochen Videos aufnehmen. Da kann man nicht alles gleich. Naja, ihr wisst schon. Da muss man halt mal 2, 3 Mal mit dem gleichen LKW unterwegs sein. Ne? Hilft ja nichts. So, na dann, ab auf die Piste. Mit dem Renault. Er zieht aber ordentlich durch, muss ich sagen. Also, er macht ja. Oh Mann, ey, das ist ja schon starkes Gefährt hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Haben wir. Das ist ja so, als wenn wir gar keine Ladung hier hinten oben haben. Wartet mal, was hat uns denn die Ladung? 9 Tonnen. Ah. Blumenkohl. Wir fahren, wie gesagt, jetzt nach Montpellier auf der ProMods. Edeltraud freut sich auf jeden Fall auch, mit am Start zu sein. Ah.
Was haben wir denn noch an Kilometern? Ja, wir lassen 80, obwohl wir hier 130 fahren können. Irgendwas haut ja nicht hin. Ich habe ja irgendwas hier. Das ist doch schon wieder 130 mit einem LKW. Das ist ein bisschen viel, oder? War nicht sonst mal 90? Naja. Vielleicht habe ich irgendwas noch vergessen umzustellen. Ach, guck an hier mit der schönen Brücke hier. Oh, schönes Ding. So, Boss fährt unter einer Brücke. Jetzt gleich. Herrlich. Schön. Immer wieder köstlich, sowas zu sehen. Wir haben wunderbares Wetter. Die Leute hier auf der Autobahn benehmen sich und fahren ruhig, Frankreich, Frankreich. Natürlich, wie gesagt, auf der ProMods. Aber ich glaube, manche Streckenabstände sind hier auch vom richtigen Spiel. Das kann ich immer gar nicht so richtig einschätzen. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ach, ich hab's aber bald geschafft. So, warte mal, den lassen wir mal raus. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher reagieren müssen. Ja, da hatte ich jetzt die Tage auch mal so ein Erlebnis, auch mal wieder auf die Autobahn raufgefahren. Viel Verkehr. Und fahr so auf die A13 und denke so, oh Mann, macht doch alle mal ein bisschen hinne. Zack, 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 zack. Ja. Die sind da nicht aus Knick gekommen. Warte mal, hier Telepass. TTT. Dann machen wir auf die Luke. Uiuiuiui. Dann wieder 80 rein. Und, aber wirklich, manche können nicht einfach mal so rüberfahren, obwohl auf der anderen Seite, so wie der jetzt kommt, jetzt Platz wäre. Also, ne, wenn natürlich kein Platz ist. Aber da denke ich so, meine Güte, reißt euch einfach mal ein bisschen an den Riemen und fahrt doch einfach mal rüber und macht mal ein bisschen Platz. Aber nee, ganz stumpf, ja, ganz, ganz stumpf. Ich habe mich dann einfach, ich habe dann Schubrakete gegeben und habe mich dann davor gesetzt, weil, pff, also sowas ist dann irgendwann auch vorbei, ne? Naja, was willst du machen? Aufwarten ist immer sowieso so ein Ding. Aber zum Glück ist es nicht so wie beim Standard Euro Truck Simulator, wo dann aus einer zweispurigen Autobahn andauernd immer eine einspurige wurde, weil sie dann eine Abspur genommen haben. Ja, da merkt man schon, dass die dann nach und nach ja, an dem Spiel Verbesserungen eingepflegt haben. Das ist schön. Sieht man gerne. Klar möchte man noch viel mehr oder der ein oder andere noch mehr Realismus, aber immer mit Fingerspitzengefühl, wenn man es zu hart macht, es sollte immer eine Option sein, dieses zu aktivieren und deaktivieren. Ja, ich fahre zum Beispiel nicht mit Müdigkeitssensor, das würde für mich keinen Sinn machen. Gerade wenn du Multiplayer spielst, also die Leute, die Multiplayer auf Achse sind, die machen das nicht. Und jedes Mal, wenn ich dann eine Fracht habe und dann, ach, verdammt, jetzt ist dunkel, jetzt bin ich, sagen wir mal, ich bin jetzt in Berlin, möchte aber von Leipzig fahren. So, dann kann ich natürlich Schnellreise machen, ne? Dann vergeht aber wieder 3, 4, 5 Stunden, dann ist der Typ wieder müde. So, dann müsste ich wieder schlafen, dann ist vielleicht wieder dunkel und dann will ich im Dunkeln nicht losfahren, weil im Dunkeln ist immer blöd, gerade so für ein Video, wenn man so vom Nachmittag dann in die Abendstunden reinfährt, das ist alles gar kein Problem, so wie wir das jetzt, wir fahren jetzt so 16 Uhr, wir fahren jetzt schön in den Abendstunden hinein. Das ist alles gar kein Problem. Aber im Video anfangen mit Dunkeln, das ist. Nee, wir wollen ja den LKW sehen, deswegen gehe ich auch immer wieder mal raus. Ja, dass wir da auch mal ein bisschen was fürs Auge haben. Gerade für die Leute, die selber mit so einem LKW unterwegs sind. Wollen sich den nochmal angucken, gerade wenn ich den so ein bisschen bebastelt habe und umgebaut habe. Das ist dann für den einen oder anderen. Ja. Habe ich schon mal gehört, ja, du hast ja da Tuning-Teil, dies und das, das sieht ganz gut aus, könnte ich mir auch
für meinen richtigen Truck mal ranbauen. Gefällt mir. Ja. Ist ja so. Ja, wo man sich dann manche Sachen so sieht und sagt, ja, das gefällt mir. Ich weiß noch damals, wo wir jedes Mal, jedes Wochenende an den Tankstellen rangefahren sind und Bauhaus Disco wollten, haben uns ein Käffchen geholt und dann die ganzen DMW-Kataloge angeguckt und was es da alles so gab, ne? Um einfach zu sagen, ah ja. Ja, danke, Busfahrer. Das könnte man sich auf jeden Fall angucken und, ne? Also, das war schon immer sehr interessant. So, aber interessant hin, interessant her. Das kriegen wir hier gemütlich hin. Fahren unsere Tour. Ach je. Sag nicht, jetzt ist hier schon wieder. Aber. Jetzt haben sie hier schon wieder irgendwas gebaut. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? 127. Nee, dann könnten wir durchaus noch eine kleine abweichende Tour hier machen. Aber was haben wir jetzt? Wenn der 100. Ja, gut, alles klar. Das ist alles noch im Rahmen. Dann machen wir das. Ja, wir sind ja gut durchgekommen. Hier. Frankreichs Autobahnen sind ja gut ausgebaut. Dann machen wir hier einfach mal in Narbonne hier einen kleinen Zwischenhalt. Oder besser gesagt, wir drehen hier auf der Hochachse. Ne? Wird die jetzt einfach hier so rüberdödeln, aber naja. Boah, jetzt müssen wir mal schauen, was ist denn hier los? Hier irgendwo Telepass? Nee, ne? Nee, wir müssen hier rüberfahren für die LKWs. Okay. Aber wir können gut und gerne, ne? Für diejenigen, die hier dranbleiben, wir werden mit dem Renault dann mal einparken. Das machen wir noch. Also, bleibt bis zum Schluss dabei. Und man muss auch mal solchen LKWs eine Chance geben, hier mal im Spiel zu erscheinen. Kann nicht sein, dass wir immer nur Scania sehen. Oh. Hobbygaloppi. Eieiei, das war mal wieder ein typischer Maximus. Ah ja. Mann. Also wirklich, ich habe ja wieder alles gegeben. Warte mal, noch ein Stück. Läuft doch. Okay. Man sollte nicht immer so von außen gucken. Dann kann sowas passieren. Ach, guck mal, hier staut es schon. Die wissen nicht, was los ist. Rucki zucki, LKW an LKW und ach, natürlich auch PKW dazu. Läuft doch. Hätte ich auch hier rüber dödeln können. Einfach so. Ah, nee. Lass mal die Kirche im Dorf, ne? Und jetzt machen wir wieder 80 Tempomat rein. Und wir haben jetzt 424 Kilometer. Wir sind. Ach, um 16.42 Uhr sind wir da. Mein Gott, ich dachte, das ist schon so spät. Ich bin ja ein Idi, wir haben es ja 15 Uhr noch was. Anderthalb Stunden fahren wir noch. Also hier. Im Spiel. Mann. Aber zieht gut. Ist ja, glaube ich, ein Volvo-Motor, ne? Renault und Volvo arbeiten ja eng zusammen. Und ich sag immer noch, das hässliche Endline, also Renault Magnum, war der erste LKW, der so eine richtig hohe Kabine hatte und drinnen stehen konnte.
Und die anderen Hersteller haben das dann einfach übernommen, ne? Sonst war ja immer noch so ein ja, Getriebetunnel, oder wie man das nennt, wo der Motor ist. Das hat man ja dann alles zum Glück angepasst. Muss ja auch sagen, wenn man dann wirklich den ganzen Tag unterwegs ist, dann willst du auch einfach, wenn es regnet, jetzt einfach mal den Rücken gerade machen, ja? Einfach mal hin, hier die Arme hoch und dann den Rücken durchdrücken. Ja, vielleicht mal ein paar Dehnungsübungen machen, ein bisschen Yoga oder wie auch immer. Und dann kann man sich wieder ein bisschen hinsetzen. Dann mal zwei, dreimal um den LKW laufen, gucken, TD nach der Benutzung, den technischen Dienst, wenn man am Rastplatz ist, um einfach wenigstens ein bisschen Bewegung zu haben. Also ich kann mir das auf jeden Fall sehr, sehr schwierig vorstellen, weil man wirklich immer nur auf dem Arsch sitzt. Was erzähle ich denn? Ich sitze ja auch den ganzen Tag auf dem Arsch. Ja, echt mal. Ja, mache ich ja auch. Ja, wenn ich heute hier den ganzen Tag Videos aufnehme, musst du noch ein ganz kleines Nickerchen machen. Pass auf, wir fahren den Telepass. Der Bus kann warten. Musste ich aber noch mal ein Stündchen so die Augen-TD machen. Wir hatten ja, wo ich das Video aufnehme, ne, war ja 5000-Kilometer-Challenge. Ne? Ihr wisst es. Und ja, aber so einen ganz normalen Werktag steht man früh auf, macht sich schnell fertig im Bad. Und dann ist das Erste, was man sitzt, im Auto. Dann sitze ich da erstmal eine Weile. Oder dann steht man auf. Oder raus. Geht ins Büro, dann setze ich wieder hin. Okay, dann mache ich mir gleich einen Kaffee, aber dann sitze ich erstmal, gucke, was los war und dann sitzt du. Ja, und dann gehst du ab und zu mal deine Runde und dann sitzt du. Wenn du nach Hause kommst, gut, da sitzt du nicht gleich, dann machst du Bespaßung des Kindes, aber dann, wenn ich dann abends einen Livestream mache, dann sitze ich. Also, weil man sitzt, also, ich sitze wahrscheinlich. Ihr fühlt manchmal mehr vielleicht wie so ein LKW-Fahrer. Oh shit. Also ist ja gar nicht gut. Ja, ich versuche dann schon immer mal so eine Wege im Büro zu gehen, gerade Akten holen und so, ne? Das ist ja auch ganz schön anstrengend. Oh Mann. Ja, also, das ist auf jeden Fall, muss man aufpassen. Ich habe manchmal so im Bereich des Steißes, jetzt geht es, ne? Ab und zu mal wirklich. Aber es ist richtig, wenn du früh aufstehst, oh, da tut der Rücken so richtig weh. Da muss man richtig so sich ein bisschen quälen und dann nach einer gewissen Zeit geht es dann auch wieder, ja. Dann habe ich manchmal meine Schnürsenkel gar nicht richtig zugekriegt. Ja, wenn du dann sitzt auf deine Sitzbank da und machst deine Schuhe so, aua, 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 aua. Ja, wer kennt das, ne? Moment, aber jetzt geht's. Also wirklich, ich habe jetzt gar nichts. Ja, das war damals noch, oh, wir müssen hier runter. Noch viel besser wollte ich dann noch. Weil das hatte ich schon mal und dann habe ich für Rücken trainiert damals, aber seit ich keinen Sport mehr mache, naja, ist eh alles im Eimer. So, wir sind gleich da. Wir haben noch 14 Kilometer. Ist das nicht schön? Wir sind endlich mal wieder mit einem Renault gefahren. Mal ein bisschen Abwechslung. Aber das ist eben das Traurige. Würde ich jetzt mehr mit einem Renault fahren, dann würden die Leute deutlich weniger in das gucken. Das ist so symptomatisch, das ist echt traurig. Das ist nicht schön eigentlich, ne? Wobei ich es ja eigentlich auch, eigentlich sieht man ja zu 90% den LKW so wie hier. Ja, jetzt sehen wir hier diesen Innenraum und der sieht ja eigentlich ganz annehmbar aus. Und ich unterhalte euch ja trotzdem, ob ich jetzt mit einem Scania fahre oder mit einem Renault. Eigentlich ist das ja die gleiche Soße. Es hat sich nichts Großartiges geändert. Aber da merkt man, ein Bild sagt manchmal mehr wie 1000 Worte und ja. Komisch, ne? So.
Aber so ist es nun mal. Sich ein Bild von Scania reinmachen, wa? Okay, wir sind hier. Na dann. Fahren wir mit unserem Truck hier einfach mal hier rein. So. Und sagen, wir wollen mal richtig einparken. Wie ein Mann. Sollen wir mal gucken, wo ist denn das jetzt? Ach, wir müssen dahinter das Tor noch, ne? Natürlich die Frage, ist ja jetzt ein Tor, was sich öffnet, oder? Ach nee, hier ist das. Ja. So. Fahren wir mal hier an den Containern so ein bisschen nicht ganz so dicht vorbei. Oh je, je. So, wir sehen das hier hinten im Spiegel sogar. Wir machen die Scheiben mal runter. Geht alles. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal mit unserem Nischel hier raus. Wir lassen ihn einfach mal so rollen. Noch ein bisschen. Ich komme immer ganz durcheinander, wenn hier dieses Bildchen wieder aufpoppt. Ach, guck mal, haben sie extra den Container so ein bisschen schräg gemacht. Hier, das hier meine ich. Da muss ich jetzt wirklich immer anhalten und das ausmachen. Wenn ich selber agiere, also wenn ich selber den Gas gebe, dann verziehe ich doch sehr deutlich. Jetzt gar nichts. Und mal wieder gerade. Ja, siehst du. Da haben wir den Salat. Naja, so richtig gerade ist er ja nicht, ne? Und wir ziehen die noch mal ein bisschen. Wenn wir so selten schon Renault fahren, dann können wir da auch heute mal ein bisschen ordentlich einparken, ne? Für alle Freunde. Immer mal wieder auch Renault fahren. Dann sage ich einfach mal, ihr seid mal in der Bredouille, auch mal mit einem Renault zu fahren. Ihr habt jetzt mal den Auftrag, auch mal einen Renault zu nehmen. Vielleicht auch mit einer Lackierung. So wie hier. Und fahrt auch mal eine Runde. Ja, macht das, auch wenn es nur 200 Kilometer sind. Baut euch einfach ein Renault, guckt mal, ob ihr irgendwelche schönen Mods findet für den Renault. Und dann macht ihr einfach mal eine Runde. So schlecht ist er auch nicht. Da kann man schon mal ein bisschen cruisen. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach mal ein Däumchen da. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal und ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.